Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Mass Effect 2. Joa, ich habe länger nicht mehr gespielt und wir werden mal gucken, was wir so alles haben. Wir haben das da. Auf jeden Fall. Oh, wir haben noch was. Nein, natürlich nicht. Tech-Schaden haben wir auf jeden Fall. 500 Grad mal nur. Gut. Hier haben wir noch was. Nein. Schiffsverbesserung. Krankenstation-Upgrade. Aber auf jeden Fall. What the fuck? Abbrechen. Fortge... Ja, okay. Können wir machen. Aber immerhin. Boah. Alter Vater. 50.000 Platin. Das ist echt übel. So, wir werden mal mit Morden reden. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Upgrade. Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten? Vorschläge, sicher. Teuer, aber möglicherweise lohnend. Kann sie... Ja. Ich denke, ich werde aber vorher, bevor ich jetzt weitermache, mal eine kleine Pause machen. Irgendwie hängt das mal gerade. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. So, und damit wieder willkommen zurück. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich musste noch was machen. So, und wir reden mal mit Morden weiter. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, mit allem natürlich. Sind Sie mit dem Labor zufrieden? Durchaus zufriedenstellend. Hab ein paar Abhörwanzen gefunden. Die meisten zerstört. Die teure Miranda zurückgebracht. Nichts Unerwartetes. Brauche einfach mehr Proben. Mehr Daten über Kollektoren, Gewebeproben. Was Sie kriegen können, kann ich brauchen. Finden Sie neue Tech. Der Professor ist mir sehr sympathisch. Gibt es medizinische Bedenken bezüglich des Teams, von denen ich wissen sollte? Personal von Cerberus in bester Verfassung. Keine Bedenken bezüglich Team. Irgendwas ist immer, aber nichts davon beeinflusst unmittelbar die Mission. Reden wir mal über ihn. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Habe es vermisst, für finanzstarke Organisation zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Wow. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmax dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Max. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein, es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten. Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich rette ich auch gerne Leute, den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter. Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation, operiert im Geheimen, kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung, falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Inwiefern ähnlich? Salarianern fehlt es an Truppenstärke, roher Kraft und militärischem Können. Müssen stattdessen auf Tarnung und Intelligenz setzen. Den Agenten wird vertraut und weitgehender Freiraum zugebilligt, ähnlich wie bei Spectres. Zieldefinition, dann Ausführung. Natürlich großzügiger finanziert. Wir mussten unsere Waffen nicht selbst kaufen. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschung haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim, sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Kroganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von kroganischen Kolonien entnommen. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Würmeier zu zerstören. Ich hörte, Kirahi ist auf Würmeier gefallen. Ausrüstung unzureichend für Mission. Konnte Anlage dennoch ausschalten. Guter Captain. Sehr entschlossen. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten. Mir ist Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nichts für ungut.
Warum hat die STG die Genophage untersucht? Kroganische Rebellionen waren blutig und gefährlich, fast so schlimm wie die Angriffe der Rachni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kroganer, politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kroganer, Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle, Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die kroganischen Rebellionen überwacht, mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung, kein Grund zur Sorge. War nett, mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit, Studien betreiben, so viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Oh ja, danke, mehr brauche ich im Moment nicht. Wollen wir doch mal sehen, ob hier der liebe Jacob was hat für uns. Nette Waffensammlung. Wollen wir auch haben. Will ich auch. Was soll das denn sein? Munition wahrscheinlich. Naja, reden wir mal mit ihm. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandy zu dienen, Commander. Warum lag das jetzt so? Naja, egal. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normen. Mag sein. Alter! Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg... Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Keine Ahnung, warum das lackt. Ich denke mal, das wird das nächste Mal behoben sein. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe nichts am Laufen. Naja. Vielleicht ist das ja mit dem nächsten Mal beendet. Es tut gut, mal eine klare Ansage zu hören. Wir scheinen vom gleichen Schlag zu sein. Das ehrt mich mehr als Sie, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, gerne. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Dieses Schiff ist ein Nachbau der ursprünglichen Normandy. Aber eins ist klar, die Kollektoren schneiden dadurch wie Butter. Die Panzerung ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Ohne Upgrade wird es Tote geben. Die Allianz hatte ein paar neue Spielzeuge in der Entwicklung, bevor ich von dort weg bin. Ich könnte versuchen, ein paar Gefallen einzulösen. Na, das hört sich doch immer gut an. Ja, ich habe keine Ahnung. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Jo, danke. Ich werde mal... Wow, wie viele. Ach, unser Assistent Daniel. Ach, der. Naja. Wollen wir mal mit Garrus reden. Garrus Varian oder so ähnlich. Vakarian, irgendwie sowas. Jetzt rede ich schon vom Vatikan. Ach Gottchen, warum muss das immer so lange dauern mit den Ladezeiten? Ich werde die aber auch nicht rausschneiden oder so. Von der sich gesehen. Ist mir das egal, Hauptsache ich kann weitermachen. Ja. Zehn Jahre später. Dankeschön. Zu freundlich von dir. Mal wieder das Überraschungsmenü? Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet mignon und Kaviar. Ich muss...
Shepard, brauchen Sie was? Jupp. Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades bei den Waffensystemen der Normandy sinnvoll wären? Ein paar schon. Hier, sehen Sie mal. Natürlich haben wir kein... Natürlich haben wir kein Platin da. Geben Sie Bescheid, wenn die Materialien vorliegen, um ein Upgrade Ihrer Waffen durchzuführen. Ja. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Wir haben uns Cerberus nicht angeschlossen. Sie finanzieren unsere Mission, das ist alles. Ganz ruhig, Shepard. War nur so dahingeredet. Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben, und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot, wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Jo, auf Wiedersehen. Vorbild! Den werden wir wahrscheinlich sowieso jagen, von der Sicht gesehen. Ich glaube weniger, dass sich Garrus damit zufrieden gibt, einfach so. Mit Miranda habe ich gerade keinen Bock zu reden. Also gehen wir wieder ins KIZ und werden mal ein bisschen rumfliegen, flatter, flatter machen. Ja, haben wir es jetzt? Och, meine Güte. Immer solche langen Ladezeiten. Komm schon. Danke. Nein. Wo müssen wir überhaupt hin? So, die Gefangene, den Kroganer rekrutieren. Nein, werden wir alles nicht. Warte mal, soweit ich weiß, sollten wir doch mit dem Dings reden. Aber egal, wir werden erstmal die Gefangene rekrutieren. Die Gefangene vor allen Dingen. Jo, Umlaufbahn einpflegen. Scanner starten. Sonde gestartet. Jo, perfekt. So, ich brauche aber Platin, Leute. Ja, super. Scanner-Radius niedrig, natürlich. Ah, warte, da war Platin. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Danke, gut zu wissen. Sind die? Gut. Sonde unterwegs. Naja, mein. Wow, aber auf jeden Starte Fall. Starte Sonde. Starte Sonde. Thank you.
Sonde unterwegs. Wenn das so weitergeht. Wenn das so weitergeht, haben wir unser Platin zusammen. Sonde unterwegs. Element Zero. Brauchen wir aber nicht. Haben wir noch gerade genug da? Wir brauchen Platin. Gib mir Platin, Mann. Ja, bitteschön, danke. Starte Sonde. Jupp. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Sonderuntersatzwerkzeugen benötigt. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Ja, na dann. Juckt mich aber gerade nicht. Ich will mein Platin haben. Starte Sonde. So, wir haben... Wow. Sonde unterwegs. Jupp. Sonde gestartet. Wollen wir noch ein bisschen, ja. Wollen wir noch ein bisschen? Ich brauche doch nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Oh, naja, anscheinend gibt's nichts mehr hier auf dem Planeten. Aber wir haben immerhin fast 15.000. Das ist ganz schick. Und ja, nein, ja, komm. Und Mittel. Wir suchen... Ja, aber hallo, du. Sonde gestartet. Yay! Endlich können wir uns die Kanonen leisten. So. Ah, okay. Ja, docken wir mal an. Und, ja. Das war's auch eigentlich schon. Wenn der Ladescreen kommt, also fertig ist, werde ich das Ganze beenden. Und, ja. Ich denke... Man sieht sich dann bis zum nächsten Mal.